Wir haben für euch im Internet gekramt und dabei herausgekommen ist ein ganz kurioses Rennen in Frankreich auf der Rennbahn Castera-Verduzan. Ja, schaut euch mal an, was da rausgekommen ist. Alle Pferde bis hierhin sauber gesprungen. Stinkt normales Jagdrennen, denkt man. Aber das wird sich in wenigen Sekunden ändern. Hier, jetzt fängt es gleich an. Jetzt gehen die ersten falsche Bahnen da, man weiß nicht genau, ups, muss man da außen oder innen rum. Zack, einer fällt schon runter. Ein paar Pferde sind auf die Trabrennbahn ausgewichen, einer wird angehalten. Das geht aber alles noch hier im Moment und jetzt wird es, glaube ich, ganz chaotisch. Die einen reiten in die Diagonale, die anderen geradeaus über den nächsten Sprung. Manche versuchen es auf der Sandbahn. Ja, also totales Chaos, Anarchie im Galopprennsport. Ich weiß nicht, was das hier alles soll, ehrlich gesagt. Also normalerweise geht man ja als Jockey die Bahn vorher ab. Das haben hier wohl einige Reiter nicht getan. Hier die beiden Pferde, die Diagonale gingen, die scheinen mir noch am ehesten richtig zu sein. Das kann nicht sein, was er hier macht. Gut, man weiß es nicht. Und das Allerdrolligste kommt gleich. Ja, man kann drüber lachen, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Also totaler Wahnsinn. Aber das Rennen... ich muss immer wieder lachen, wenn ich das sehe. Also ist schon ziemlich verrückt. Aber die beiden Pferde, die eben die Diagonale gingen, die kriegen wir gleich wieder ins Bild und die laufen dann, da sind sie, vermutlich richtig. Ja. Sieht jetzt wie ein normales Zwei-Pferderennen aus, aber gleich passiert was, das habt ihr glaube ich so auch noch nicht gesehen. Jetzt geht es auf den nächsten Sprung zu. Und jetzt bitte genau hingucken. Wie auf der Kreuzung kommen zwei von rechts, rechts vor links, ja, die waren natürlich dann vor. Alles auch mal gut gegangen. Naja, das war halt das Rennen aus Castera-Verduzan. Ja. Es gibt immer wieder Sachen, die es noch nicht gab und ja, lustig anzuschauen, solange es für alle Beteiligten glimpflich abging.